Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute will ich mit dir über die 180-Grad-Regel reden, die es unbedingt zu beachten gilt, außer du willst sie nicht beachten. Dazu habe ich mir noch meinen Kollegen eingeladen. Hallo Barney. Hi Barney. Und mit ihm zusammen will ich dir zeigen, auf was du achten musst und wie du die Regel gekonnt brechen kannst, um sie filmisch einzusetzen. Aber dazu nach dem Intro mehr. Feuer frei! Bei der 180-Grad-Regel redet man im Film von der Handlungsachse zwischen zwei Personen, die sich unterhalten. In diesem Fall wäre die Handlungsachse jetzt sozusagen hier den Tisch entlang, weil wir zwei uns so unterhalten. Wenn man bei einer Over-Shoulder-Situation oder bei einer Gesprächssituation die Handlungsachse übertritt, dann verwirrt man dadurch den Zuschauer, da er die Orientierung im Raum verliert. Und es sieht so aus, als würden die zwei Personen mit niemandem reden, sondern beide in die gleiche Richtung sprechen. Deswegen ist es wichtig, die Handlungsachse nicht zu überschreiten, weil man dadurch den Zuschauern unnötig verwirrt. Allerdings kann man die Handlungsachse sehr wohl übertreten, um damit aufzuzeigen, dass sich die Situation ändert. Zum Beispiel hat es Tarantino ganz geschickt gemacht in der Eröffnungsszene von Inglourious Basterds. Da hat er, während Hans Landa den französischen Milchbauern interviewt, sag ich mal, hat er irgendwann die Handlungsachse getauscht. Und zwar in dem Moment, als das Gespräch intensiver wurde und als man Hans Landa intensive Persönlichkeit mehr zu spüren bekommen hat. Am Anfang gab er sich ja recht freundlich aus und dann sprang die Kamera über die Handlungsachse und auf einmal wurde das Gespräch intensiver und man hat gemerkt, jetzt wird es hier langsam brenzlig. Also wie gesagt, man kann die Handlungsachse sehr wohl übertreten. Im Optimalfall macht man das im On. Man fährt mit der laufenden Kamera hinter der Person rum und dadurch hat man die Handlungsachse dann übertreten, dass der Zuschauer direkt weiß, wenn jetzt zum Beispiel der Raum schon etabliert wurde, dann kann man auch über die Handlungsachse springen, ohne das im On zu machen, sondern gewusst mit einem Cut einsetzen und auf einmal ist man in der anderen Position sozusagen und betrachtet das Geschehen aus einem anderen Blickwinkel. Darum geht es ja letztendlich auch bei der 180-Grad-Methode. Bei einem normalen Dialog, wie gesagt, ist es immer wichtig, darauf zu achten, dass die Handlungsachse stimmt, da sonst das Ganze so aussieht, als würden die zwei Personen sich nicht miteinander unterhalten. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt an dem Ganzen. Dem Ganzen kann ich mich nur anschließen und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, kannst du jetzt hier noch ein weiteres Video angucken und hier unten kannst du noch ein Abo dalassen. Da würden wir zwei uns riesig drüber freuen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut.